Hallo meine Lieben, heute machen wir gebratene Polenta-Taler. Für unsere Polenta-Taler habe ich schon mal einen Topferl vorbereitet. Da tue ich jetzt einen halben Liter entweder eine Pflanzenmilch, eine Kokosmilch. Ich habe dann ein bisschen eine Pflanzensahne mit Wasser gehabt im Kühlschrank. Also 300 Pflanzensahne und ca. 200 Wasser. Das geht auch. Und dann habe ich da 150 Gramm Polenta und ein bisschen Suppenpulver. Ich habe da so ein Asia-Suppenpulver. So ein bisschen in die Five Spices Richtung und ein bisschen Chili drinnen. Aber da könnt ihr jedes nehmen, was euch gefällt. Ihr könnt es auch nur mit Salz, Pfeffer würzen und irgendwelche anderen Gewürze rein, die euch schmecken, was ihr Knoblauchgranulat oder ein Curry oder ein Garam Masala. Also das ist ganz egal. Einfacher ist es halt mit der Suppenwürfel. Oder ihr könnt es auch zum Beispiel, dass du sagst, ihr nehmt 300 Milliliter pflanzliche Sahne oder Kokosmilch und 200 Milliliter kräftige Gemüsebrühe, eine vegane, das geht auch. Das lassen wir jetzt aufkochen. Vom Löffel dann mal schnell abschmecken wir es. Was vom Pulver drin und dazu. Ein bisschen an Pfeffer. Und ein bisschen was von der vom Himalaya-Salz tue ich auch noch dazu. Weil meine Sahne hat ein bisschen einen süßlichen Touch. Das müssen wir ein bisschen überdampfen. Dass das aufkocht. Für nachher haben wir dann schon eine Pfanne vorbereitet. Zwiebel, Knoblauch und geriebenen Rettich und Karotte und ein bisschen Müsli. Eigentlich nimmt man da Haferflocken, aber ich stehe halt ein bisschen auf das einen süßlichen Touch drinnen. Dann habe ich ja so ein Früchtemüsli mit Nüsse genommen. So, das sollte jetzt einmal aufkochen. Da geben wir jetzt den Polenta rein, ganzen Arme durch und dann drehen wir auch schon die Hitze ab. Dann jetzt da den Polenta ein. Das geht mit dem Kochlöffel oder sonst auch mit dem Schneebesen. Ich nehme da gleich einen Schneebesen. Und dann kommen wir, wenn da das alles verrät ist, das keine Panzer mehr sind. Und den anderen auch.
kommt jetzt gleich das, die Haferflocken dazu. Oder eben das Müsli in unserem Fall. Und dann habe ich da gleich noch eine Tasse veganen Raspelkäse. Den räumen wir auch gleich da rein. Meiner war gefroren, weil man den Raspelkäse normalerweise eben so schnell es geht. Und im Kühlschrank der vegane Käse auch oft relativ schnell schlecht wird. Jetzt frieren wir den ganz gern ein. Nehmen da die Pfanne. Bisschen Öl in die Pfanne. Da lassen wir dann Zwiebel und Knoblauch anspitzen. Eben auch so eine rote Zwiebel und drei Zehen Knoblauch habe ich da. Und dann mit dem Glasig anschwitzen. Dann kommen noch geraspelte Rettich und Karotte dazu. Da könnt ihr auch wieder sämtliches Gemüse nehmen. Ob das jetzt eine Zucchini ist oder ein Kohlrabi ist. Ein Kürbis ist, ob das Champignons sind oder irgendein grünes Blattgemüse, das Paprika sind, Tomaten. Ihr könnt wirklich da alles verwenden. Einfach klar schneiden, ein bisschen anbraten. Das Ganze mit ein bisschen an. Ich nehme wieder meinen Kombucha-Essig und dann da auslöschen. Ich nutze aber einen normalen Essig nehmen oder einen Limettensaft oder einen Balsamico-Essig. Das
mischen das Gemüse da rein. Das lassen wir jetzt dann nur einmal für ca. 10 Minuten lassen wir jetzt da die Masse nochmal durchziehen. Und dann tun wir weiter. Und ich melde mich dann, wenn wir mit der Masse weitermachen. Bis dabei! So, jetzt hat die Masse ein bisschen durchgezogen und hat ein bisschen angekühlt. Und jetzt machen wir so kleine Taler draus. Da könnt ihr auch von der Größe her wieder variieren. Ich finde, dass das eine optimale Größe ist. Und die lege ich jetzt da auf einen Teller, wo ich schon ein bisschen Bresel drauf da habe. Schaut bei den Leibchen, dass es halbwegs gleich groß sind, also überall am Rand und in der Mitte gleich dick, weil dann tat sich nachher beim Braten leichter, dass sie nicht am Rand verkohlt sind und in der Mitte noch roh. Ihr könnt natürlich größere oder kleinere Leibchen machen und die dann nacheinander braten. Das ist überhaupt kein Drama. Und die Leibchen könnt ihr dann essen, entweder auf Salat oder in einer Suppe mit einer Schwammerlsauce oder einfach so mit einem Salsa, mit einem Dip, mit einem Gemüse, in einem Patty drinnen, also in einem Burgerbrötchen drinnen, also als Burger-Patty, mit Kartoffelpüree, mit Kartoffeln. Also das ist ganz vielseitig, ihr könnt die auch super eingefrieren. Die Leibchen lassen sich auch ganz klasse mitnehmen zur Arbeit, weil die schmecken kalt genauso gut wie warm. Ihr könnt die zum Beispiel auch, wenn ihr es klein schneidet, also so viertelt oder sechstelt, in ein Wrap rein tun, mit Salat und ein bisschen einem Dip, Joghurt-Dip oder so. Ja, ich drehe jetzt da die restliche Masse noch und dann, wenn wir es anbraten, dann sehen wir uns wieder. Schau dabei! Ja, hallo! Dann haben wir jetzt unsere Taler abgedreht. Pfanne mit ein bisschen an Öl aufgestellt. Und da werden wir jetzt die Taler noch drei drinnen ausbraten. Rein theoretisch könnt ihr es auch im Backrohr machen oder im Airfryer. Dann müsst ihr es nur ein bisschen mit dem Öl vielleicht bepinseln. Aber das kann da ganz gut funktionieren. Ja, wir werden jetzt die noch drei, jetzt so circa 1,5 Minuten auf jeder Seite, werden wir die jetzt ausbraten und ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir alle Taler fertig braten haben, weil wir haben schon ein paar Vorrat gemacht, weil wie gesagt, die kann man super eingefrieren oder eben da einen Snack, also eine kalte auch essen. Schaut dabei! Ja, hallo meine Lieben, dann sind wir jetzt fertig. 16. Die Taler haben wir jetzt gebraten. Da haben wir ein bisschen einen Dip dazu, das ist so ein veganer Aufstrich-Dip mit Zwiebel. Aber den könnt ihr selber mit einem Joghurt anrühren, mit einem veganen oder mit einem veganen Sauerrahm. Es passt dann nur mit einem Ketchup dazu. Ganz egal, aber so schnell geht's. Lasst sie relativ gut vorbereiten, auch wenn ihr zum Beispiel Gäste habt. Könnt ihr am Vortag die Patties machen. Ja, und die schmecken in der Regel alle auch, die eingefleischten Fleischstücke recht gut. Also da braucht es euch nichts länger, wenn ihr Fleischesser eingeladen habt. Sowas mag in der Regel jeder gern. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachmachen und Baba. Gute euch, bis zum nächsten Mal.